So, wir gucken jetzt mal. ABK hat ein Video hochgeladen, ja. Bevor das Video anfängt, kurze Info, weil dicke Minus. Eigentlich war ja abgemacht, dass ich heute zu Sammy nach Frankfurt fahre und gemeinsam nur Livestream-Pakete auspacke, die ihr für mich und Sammy dahin geschickt habt. Erstmal Bayram Mubarak dafür, obwohl gar kein Bayram ist. Einfach so, weil ich Geschenke gemacht habe, als ob Fest wäre. Auf jeden Fall kann ich nicht nach Frankfurt fahren, weil ich noch selber im letzten Video gesagt habe, ey Leute, hier Lockdown und dann wohin Motto in einem Video so sagen, aber danach wie so ein Hurensohn trotzdem nach Frankfurt fahren und so tun, als wäre nichts. Mit dem letzten Video habe ich mir auch selber ein Statement gesetzt und versuche schon dran zu halten. Und wir haben uns einfach gedacht, wir machen das so. Heute um 21 Uhr, erster Link in der Beschreibung. Bin ich live mit Sammy auf Twitch, aber natürlich werde ich nur dazu geschaltet, damit ihr Bescheid wisst. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Das hier ist übrigens die mit Abstand in jedem Supermarkt billigste Cola, die man finden kann. Die schmeckt nicht gut, die sieht auch nicht schön aus, aber die ist scheiße günstig. Die ist günstiger als der Pfand. Die kostet 27 Cent plus 25 Cent Pfand. Was ist eigentlich mit dem Play-Button? Wo ist der eigentlich, mein Lieber? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Was? Wie heißt das Wort? Play-Button? Was ist das, Bruder? Ich schick dir den Junge, chill. Ja, ich will, schick dir den. Man merkt richtig, dass ich das an einen Allmann verkauft habe. Mein ganzes Geld ist weg, ich bin pleite und hab nicht mal einen Play-Button. Was ist das? Nee, wen schickst du? Oder Deutschland schickt nicht mal Beatmungsgeräte in dieser Corona-Krise an andere Länder und dann wird das in Plastik schicken. Period. Auf jeden Fall geht's in dem heutigen Video. Einfach 7000 Euro abgeknüpft, nur mal so. Die haben das wirklich so gemacht, dass das Unge 7000 Euro an ABK sendet und ABK sendet dafür seinen Play-Button an Unge. Aber ABK hat das nicht zu Unge gesendet, ne? Sondern er hat einfach die 7000 Euro einkassiert. Ey, das ist ein schlauer Move. Ich würde jetzt am besten noch Beef mit Unge anfangen. Dann hat er einfach seine 7000 Euro und können noch aus dem Beef profitieren. Ist das nicht geil? Video um die YouTuberin Shirin Asami. Das ist nicht die mit der Plastiktüte. Eine Handtasche. Das ist eine andere Shirin. Auf jeden Fall, manche von euch kennen die vielleicht. Vor ein paar Jahren habe ich schon über die Video gemacht. Und ich habe mich so gefragt, was treibt Shirin eigentlich heute? Es geht nämlich um mein Tinder-Date. Eine Nachricht von einem Typen bekommen. Er muss 24 gewesen sein. Er ist Kurde. Nicht so lang geschrieben und wir haben uns noch am selben Tag getroffen. Er hat gesagt, lass mich dich abholen. Es hatte nämlich an dem Tag geregnet. Erstmal dachte ich so, ja, ich weiß nicht, ob ich das so cool finde, wenn er dann weiß, wo ich wohne. Und dann dachte ich, ach komm, hey, es regnet doch. Ich habe ihn dann meine Adresse gegeben. Er ist dann gekommen und hat mich abgeholt. Ja, scheiß drauf, es ist Regen. Gebe ich dem einfach meine Adresse. Ist ja nicht so, dass du einfach mal kurz einen Regenschirm nehmen kannst und dann dem irgendeinen anderen Ort geben kannst und einfach mal kurz ein paar Meter läufst. Ich mag Frauen. Und dann am Ende, nein, das taugt nicht. Hilfe, was soll ich machen? Ja, nochmal, Behinderte. Macht ihm in diesem Video noch Werbung für Seifenspender und verlost ihr auch. Ich finde solche, diese Werbungen, die passen mega gut zu solchen Videos. Vor allem zu solchen extremen Real Talk Videos, wo es um eine heftige Sache geht. Erstmal für Seifenspender Werbung machen. Ich muss tatsächlich sagen, mir ist es relativ egal. Ich könnte auch Werbung für Klosteine machen. Ich glaube einfach, ihr würdet das mir richtig krass gönnen und ich werde das dementsprechend demnach auch machen. Ja, für Klosteine. Ich hätte auch gar kein Problem, für Staubsauger Werbung zu machen. Aber stimmt, nee, da muss ich ja erst Rap-News veröffentlichen, ja, damit ich den Chero nachmachen kann. Auch noch, hättest du mal lieber mit einem Zuschauer hier Regenschirme und Regenjacken geklärt, die man verlosen kann, damit die nicht jedem Typen die Adresse geben. Was ich als erstes halt schon gesehen habe, was für mich ein Minuspunkt war, er kam mit einer Kippenkarre, Leute einfach, die flexen wollen. Das ist ein richtiger Kanacke, ich schwöre. Ich kann mir schon denken, wie das die... Bruder, ey, kannst du deinen Wagen leihen? Warum? Bruder, ich schuss so eine Chaya ab heute. Ich feier den Hurensohn, ich schwöre, ich feier den. Was ein Hurensohn. Wenn ich auf der Straße bin und jemand meint, aufs Gaspedal zu drücken, damit er ein bisschen... macht. Dieses... hat er auch im Auto gemacht, wo er dich angeguckt hat. Du geil Schnicke. Was ist deine Adresse gegeben? Cringe. Nicht immer, wo er da Cringe. Ich habe keine Ahnung, wohin er mich gefahren hat, weil er es mir nicht gesagt hat. Er hat gesagt, es wird eine Überraschung. Wisst ihr, was merkwürdig war? Na, er meinte, das Haus würde nicht ihm gehören, sondern seinem Freund. Und sein Freund würde ihm, hat ihm halt den Schlüssel gegeben. 100% hat sein Kollege gesagt, Bruder, ich treffe eine Chaya, ich will die weg. Und dann sagt sein Kollege dem, Bruder, warte, ich gebe die Schlüssel von meiner Wohnung. Ich bin eh nicht da, Mann, geh rein, Bruder. Kannst sie weghauen, Bruder, das ist gar kein Ding. Guck mal, Shiri, bei aller Liebe. Direkt beim ersten Mal schreiben, treffen und deine Adresse geben. Und dann wundern, warum der dich dann zu einem Haus fährt, was nicht mal dem gehört. Das ist aber auch mega, also wirklich, das ist naiv, sein Urgroßvater schon wieder.
Ja, also mittlerweile hörst du ja nur noch irgendwelche naiven Stories, aber das ist echt eine sehr, sehr naive Story schon wieder. Mich macht's fertig. Mich macht das fertig, ja. Also das Video ist definitiv komplett lost. Von ihr. Bruder, ich will die Wecker und ich schwöre, ihr Bruder hier im Schlüssel, weil ich bei mir kann's machen. Ich kenn das. Und dann erinnere ich mich noch, dass der Typ mir Alkohol angeboten hat. Dann beugte er sich rüber, um mich zu küssen. Was für Kuss auf Mond und Abknutschen? Wollte ich ficken, wollte der dich. Der wollte dich weghauen. Da hat sein Kollegen das geschworen. Der bringt der Auto mit Verriegelung, mit Haus und alles. Und die sagt, er wollte mir nur einen Kuss geben und mich knutschen. Ui, wie naiv. Meint ihr küssen? Für Küssen gehe ich doch nicht extra in ein Haus von einem Kollegen, küsse ich draußen auf der Straße. Kommst du in ein Auto, ich auch direkt an der Frau so, hallo, wie geht's? Alles klar? Direkt so, nach dem Motto, ich begrüße immer eine Frau so, auf den, so, auf selbstbewusstmäßig so. Ich sag auch mal zu den Frauen, ich bin halber Franzose, dann gebe ich denen immer so Kuss, sagen die, entschuldigen Sie, sag ich, nee, das ist ein Bisou, das wollen uns Franzosen immer so, wir geben immer der Dame einen Kuss. So viel, Bruder. Mein Gesicht auf jeden Fall leicht zur Seite geschwenkt und dann fing er an meiner Wange zu küssen und an meinen Hals zu gehen und das war einfach so abartig, dass ich gesagt habe, hey, wollen wir nicht ein bisschen erstmal reden und uns vielleicht ein bisschen besser kennenlernen? Er war der Meinung, dass Reden überbewertet wird. Das meiste kann man dann herausfinden, wenn man sich küsst. Da hat seine Zunge seinen ganzen Mund wie so ein Blutsauger an ihrem Hals. Ja? Und die macht dann so, warte, wollen wir uns nicht kennenlernen? Und die überlegt noch, wie kann ich dir jetzt sagen, dass du aufhören sollst? Typ hat dann gemeint, dass wir miteinander schlafen können und er hätte Protection dabei. Ich dachte nur in dem Moment, was sagst du jetzt, damit er nicht wieder gleich angepisst sein wird. Warum wollt ihr noch nachdenken? Wenn du wirklich nicht wollen würdest, sagst du, du kleiner Hurensohn, verpiss dich mal mit deinem Protection, Alter. Wir hätten mal deine Eltern Protection benutzt. Die überlegt noch, wenn ich, du wäre eine Frau, steig ein... Da haben wir, auch wir Frauenrechtlerinnen, im Westen viel für gekämpft. Bitch, dein ins Gesicht gesagt, wo bist du mit deinem Protection, du ekelhafter Hundesohn? Boah, ist der hässlich. Richtige, das ist echt so dumm, unangenehme die Situation. Ich weiß nur, dass er dann angerufen worden ist. Weil solche Storys, die gibt es ja auch schon übel oft im Internet. Und jedes Mal sagt man, ja, wie naiv kann man nur sein? Und wie dumm ist das bitte? Und wie blöd muss man sein? Das ist die erste Person, die es nach so vielen Jahren immer noch nicht geschnackelt hat, dass man sowas nicht machen sollte, zu irgendwelchen Leuten einsteigen sollte, um ja, um dann nichts zu wollen. Ja. Also wenn, dann will ich doch erstmal mit dem an sich schon mal ein bisschen Kontakt aufbauen, aber doch nicht gleich so auf die Ebene. Er ist dazu extra in dieses Schlafzimmer gegangen. Wisst ihr, wer den angerufen hat? Hey, Bro, mein Bruder, ich wünsche dir Bruder, hast du jetzt weggehauen oder nicht? Nein, Bruder, warte, die mache ich schlimm und so. Ja, warte, Bruder, Tama, ich rufe dich gleich zurück, Bruder. Ey, das sind so Ruhe. Liebe geht raus. Also habe ich einfach abgewartet, er ist dann ins Schlafzimmer gegangen, hat da irgendwie telefoniert. Ich nehme meine Tasche und renne raus. Und dann bin ich auf die Straße gerannt. Ich habe meinen Finger ausgestreckt. Per Anhalter wollte ich einfach mitfahren. Ich noch, es hat mich sogar jemand mitgenommen, es war ein richtig nettes Paar. Stellt euch jetzt mal vor, der Anhalter kommt. Das ist einfach sein Kumpel. Stell dir mal vor, der Kumpel ist einfach der Anhalter. Shirin steigt ein, der fährt und Shirin so, ja, oh mein Gott, ich hab mich gerade mit jemandem getroffen, der wollte so machen. Und der Typ, der gerade Shirin fährt, ist der Besitzer von dem Haus. Ja. Also ein Kollege von dem, mit dem er sich getroffen das hat. Das ist ja so stark. Hat er wirklich so gemacht, scheiße. Der Spasti. Deswegen haben die gerade noch telefoniert. Bruder, den will ich geben. Ich glaub, die will nachbauen. Warte, Bruder. Meine Katze ist jetzt gerade wieder drin. Mali? Ach nee. Das wird doch wieder nichts mit uns. Ich weiß gar nicht, mit meiner Katze, das wird nichts hier. Aber ich komm vorbei, ich klär schon. Und dann kommt der andere Kollege. Und Shirin steigt bei dem ein. Letzten Endes habt ihr gesehen, ich habe mein Wort gehalten. Ich habe gesagt, ich lerne immer nur persönlich jemanden kennen. Und dann habe ich meinen Mann in der Domrep kennengelernt. Yep. Ach ja, ihr Mann, ich weiß noch damals, ich habe mit Shirin wirklich telefoniert, bevor der Mann nach Deutschland gekommen ist. Dass sie noch mit mir zusammen ist, auf jeden Fall Glückwunsch. Die haben sogar einen Kanal zu zweit, sehe ich hier. Seid ihr leider nicht mehr verfügbar, hä? Hey, wurde dein Mann abgeschoben oder was ist das? Warum gibt es den Kanal nicht mehr, hä? Ich suche dir jetzt bei Tinder. Aber das ist natürlich noch nicht alles aus dem Leben von Shirin. Nachdem sie nämlich nach zahlreichen Tinder-Dates endlich den richtigen Mann gefunden hat, irgendwo in der Dominikanischen Republik, sind schon die nächsten Probleme im Umlauf. Nämlich geht es um das Thema Frauen und Kochen. Also ich bin der Meinung, es ist cool, wenn eine Frau kochen kann. Frau muss kochen können, oder? Ciao, ihr müsst behindert, hat nicht schnell. Leute, seid ihr auch so Leute, die sagen, ja, Frauen müssen schon kochen können? Ich schwöre dir mit Maske jetzt so, wie kannst du überhaupt so was sagen, haben sie bescheuert sowas. Weil ich kenne doch seine Meinung dazu, diese Gender-Sache. Ich muss sagen, ich finde es schön, wenn eine Frau kochen kann, aber ich koche mittlerweile, also damals habe ich nie wirklich gekocht, mittlerweile koche ich selber sehr gern.
Kochen macht wirklich Spaß. Ich finde, Kochen macht Spaß und ich werde, denke ich, auch in Zukunft auch mal Kochstreams machen, ja. Ich finde, jeder sollte kochen können. Finde ich auch. Ich finde auch, Kochen ist eigentlich eine schöne Sache. Ich kann Wasser kochen und habe es heute überlebt. Bestimmt so auf den Wasserkochen gedrückt. Zack, das reicht. Ja, ich fühle das auch. Ey, Jude hat da auch recht, ja. Ich bin da auch genau der gleichen Meinung. Das ist keine Frauensache. Das war ja einfach nur so ein Klischee von früher, weil die Frau halt, weil sie eine Hausfrau war, ne? Die musste sich zu Hause um alles kümmern. Der Mann hat halt das Geld reingebracht. Ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Mit McDonalds-Tüte sitzen und neben der McDonalds Chicken Nuggets essen. Halt, hau mal rein, Bruder, bar. Dazu, dass die Frau in der Familie, in der Ehe kocht, jeden Tag. Es gibt Frauen, die kochen 3 Mahlzeiten am Tag. Ich bin jetzt kein Neandertaler, der sagt, ja, Frauen müssen kochen, normal müssen Frauen kochen. Ich will eine Frau vielleicht auch haben, die sagt, ey, ich spiele heute mit dem Nintendo, aber dafür koche ich nicht. Dann sage ich, okay, wir bestellen was. Feier ich auch, aber ein bisschen kochen sollte Frau schon können. Jetzt nicht wegen mir so, weil ich kann auch 5 andere Frauen nehmen, ich bin Moslem, dann können die für mich kochen. Die Hauptaufgabe einer Frau zu kochen. Leute, das ist nicht die Hauptaufgabe. Und ich finde, die Hauptaufgabe der Frau ist auf jeden Fall die Erziehung des Kindes. So. Vor allen Dingen einfach Ethik. Warte. Die Hauptaufgabe der Frau. Vor- und Zunahme, ABK. Geboren am 01.01.2020. Klasse 7b. Versäumte Unterrichtstage 300. Davon unentschuldigt 299. Der einmal hat er sich entschuldigt. Und Ethik hat er eine 2. Ja. Sport ist er zu fett. Und Musik ist so lala. Auf jeden Fall die Erziehung des Kindes, so, weil das Kind liegt. Aber ja Chemie eine 6 fühle ich. Bauch des Mannes. Die Frau hat noch so ein bisschen mehr Bezug zu Kind. Ich meine, die Titten, von denen das Kind dann saugt, sind ja nicht meine Titten, sind auch die Titten von der Frau, so, weißt du, was ich meine? Ich habe da ein komplett anderes Rollenbild und sehe halt das Ganze gleichberechtigt. Wie zum Beispiel in meinem Fall, Derlin geht arbeiten. Und ich arbeite aber auch. Du kannst da nicht sagen, nur der Mann schafft das Geld nach Hause, sondern ich bin halt auch diejenige, die das Geld nach Hause schafft. Boah, guter Trick. Auf jeden Fall sehr gut gedribbelt. Aber trotzdem bist du die Frau. Oh Gott, irgendwie, ich frage mich gerade, was ich naja. Hier mache. Eigentlich ist das voll die Zeitverschwendung. So, ich versuche. Ich meine, bei ABK ist es so, der macht sich da gerne drüber lustig über solche Klischees, beziehungsweise bestärkt er das mit Absicht nochmal so ein bisschen, einfach um die Leute mit zu triggern. Ich finde es halt mittlerweile auch einfach so, dass ich bin aber generell ein Mensch von Gleichberechtigung. Ich finde, jeder hat gleich viel verdient, ja. Das ist genauso wie meine Freundin geht arbeiten, ich gehe ja arbeiten. Und meine Freundin bekommt sogar mehr, also die würde sogar mehr Geld verdienen als ich. Würde ich jetzt 40 Stunden arbeiten, meine Freundin 40 Stunden, würde meine Freundin ein Stück mehr Geld bekommen als ich. Ist ja in Ordnung. So, ich habe auch gar kein Problem. Oder ich finde das gut. Dass es mittlerweile dahingehend Gleichberechtigung gibt, dass Frauen nicht mehr benachteiligt werden in irgendwelchen Sachen. Ist einfach ein positiver Schritt. Ich kann mich gerade hier zu rechtfertigen. Wofür? Wofür? Ja, versuchst dich hier zu rechtfertigen, anstatt einfach kochen zu gehen. Richtig dumm. 24.000 Klicks. Damit hast du nicht mal das Geld drin, was du mir das Essen draußen ausgibst. Und wenn eine Frau nicht kochen kann, ist sie keine Frau. Ich meine, ganz ehrlich, dann kann ich genauso gut sagen, ja, okay, du, die Frau hat kürzere Haare, das ist keine Frau. Ja, die hat das und das, das ist dann keine Frau. Nein, das funktioniert nicht, Leute. Hä? Aber das eine sind doch Sachen, mit denen man so quasi wie geboren ist. So Haarlänge oder Köpfchengröße und so. Und das andere ist doch etwas, was man sich aneignen kann. Hä, das ist doch so voll unterschiedlich. Daran merkt man, dass du nicht kochen kannst, ich schwöre. Ich zum Beispiel etwas koche, wisst ihr, ich habe Derlin schon so gut erzogen. Und manchmal fehlt vielleicht etwas Salz oder manchmal ist vielleicht die Soße etwas wässriger geworden. Dann sagt er trotzdem, dass es ihm gut schmeckt. Früher hätte er gemeckert. Meine Arme tut mir richtig leid. Er sagt danke und danach geht er auf Toilette kotzen. Aber es ist für mich auch so. Wenn ich einmal meine Mutter sage, Mama, das Essen schmeckt mir nicht, dann sagt er immer, ja, dann verpiss dich, dann geh draußen. Er hätte auch kein Problem, wenn meine Freundin mehr verdient als ich. Ja, ich würde das so, also ich finde das sogar gar nicht so schlecht, ne? Ich muss halt sagen, aufgrund von YouTube und damals hatte ich ja mal noch ein Jahr BAföG, dann habe ich ja davor auch noch Zeitung ausgetragen, um mir Geld zu verdienen, hatte ich ja sozusagen schon ein bisschen Geld verdient, ja, das ist das Gute. Und demnach muss halt meine Freundin jetzt nachziehen und ja, das kommt halt natürlich immer drauf an. Bei mir ist ja jeder Monat unterschiedlich. Mal läuft ein Monat gut, dann bekomme ich mal mehr Geld, dann gibt es noch wieder einen Monat, da läuft es bei mir schlechter, bekomme ich halt weniger Geld. Bei mir ist das halt wirklich komplett unterschiedlich, weil ich ja noch arbeiten gehe und ich mache YouTube und Twitch und dann muss ich das halt erstmal so rechnen, was das Ganze angeht. Ich habe ja noch mehr Abgaben, ne? Ich muss Krankenversicherung bezahlen und bla bla. Ne? Bei meiner Freundin ist das meiste ja schon, wird ja auch sowieso schon vom Arbeitgeber mitbezahlt, sage ich mal. Das ist bei mir halt nicht alles so und
Ja, deswegen ist es bei mir halt schwankend. Aber es ist halt normal, wenn du halt teils selbstständig bist, dann hat, denke ich, jeder irgendwie das Problem. Ist ja an sich kein Problem. Ich meine, das Schöne ist ja wirklich an dieser Arbeit hier, die ich mache, also nicht am Erzieherberuf, sondern was jetzt YouTube und Twitch angeht, das ist, also wirklich diese Arbeit, nicht nur, dass es Spaß macht, sondern du hast halt keine Grenzen nach oben, ja. Du kannst zwar fallen auf null, du kannst aber auch steigen auf was weiß ich wie viel. Essen. Aber seitdem ich mit YouTube Geld verdiene und meine Familie ernähre, kochen meine Mutter und Tanten richtig mit Herzen. Ich sehe dann immer so, die ziehen Kopftuch aus, die tanzen so, hey, müssen wir den kochen, dann macht gleich wieder Banner, dann macht gleich Placement. Darf auf einmal, was willst du essen? Ja, komm hier. Wie so ein Schafskopf da. Hey, Sepp, stick mir nein. So viele immer noch denken, dass die Hauptaufgabe einer Frau das Kochen ist. Es ist keinem Geschlecht zugeordnet und ich finde das einfach mega sexistisch. Ja, jetzt kommt mit diesen Feministen, aber bitte auf, gar keinen Bock. Wir bekommen wieder diese ganzen. Oh Mann, ja, das ist ein Thema. Das ist ganz klar ein Thema für Louis, für. Ich weiß gar nicht, ist eigentlich ein Thema für sehr viele Leute. Ich glaube, Susie Crime, die könnte jetzt wahrscheinlich wieder anfangen zu heulen, wenn ihr das Video sieht. Das ist ganz klar ein Thema auch für Dude. Für wen wäre das noch alles ein Thema? Es gibt ja relativ viele Menschen, die da äußerst krass dagegen eingestellt sind. Ich kann es übrigens verstehen, dass man dagegen eingestellt ist. Ich bin auch kein Befürworter für so Rollenklischees. Deswegen, ja.